Vielen Dank, Günther Blamberger. Vielen Dank, lieber Ernst Osterkamp. Now I would like to ask you to welcome for the second round of readings, the second and last round of readings and very brief discussions, to welcome on the stage Sergio Raimondi, Lulieta Lishanaku and Sergei Jadan. At the pyramid of Cestius near the graves of Shelley and Keats. Who then was Cestius, and what is he to me? Amid thick thoughts and memories multitudinous, one thought alone brings he. I can recall no word of anything he did. For me, he is a man who died and was interred to leave a pyramid whose purpose was expressed not with its first design, nor till far down in time beside it found their rest two countrymen of mine. Cestius in life, maybe, slew, breathed out threatening, I know not. This I know, in death all silently, he does a kindlier thing. In beckoning pilgrim feet with marble finger high to where, by shadowy wall and history-haunted street, those matchless singers lie. Say, then, he lived and died, that stones which bear his name should mark, through time, where two immortal shades abide. It is an ample fame. Es ist eigentlich von Thomas Hardy, in dem er die Pyramide des Cestius beschreibt und beschreibt, dass dieser römische Politiker im Grunde längst vergessen, es nur überdauert in Form einer Pyramide, die den Friedhof für nicht-katholische Ausländer in Rom überschattet und im Grunde jedem, der die Gräber von John Keats und Percy Shelley besuchen will, den Weg weist. Also eine Art von Widerständigkeit, die nur als Wegweiser dient. Widerstand gegen die Zeit in Form einer Pyramide als Hinweisgeber. Sergio Raimondi war noch nicht, glaube ich, in Rom, aber hat in Berlin lange gelebt, wo wir uns ein paar Mal getroffen haben. Kennengelernt hatten wir uns schon vorher bei anderen Gelegenheiten, auch bei Lyrik-Festivals. Und auch wenn Sergio zumeist in Bahia Blanca in Argentinien weilt, wo er arbeitet und lehrt, ist er im Grunde in jedem seiner Gedichte weltweit unterwegs. Er folgt den Verbindungen scheinbar simpelster Dinge und Vorgänge in andere Bereiche und Länder hinein, folgt den Verästelungen der Globalisierung, den wirtschaftlichen und den politischen Verquickungen. Es sind erstaunliche gedankliche Bewegungen in den Gedichten, die mühelos unterirdische Verbindungen findend. Und wenn er gelegentlich von Tiefseekabeln und Rohren irgendwo in den Ozeanen spricht, dann muss man immer auch an seine Gedichte selbst denken, die ebenso unwiderstehlich und machtvoll die Kontinente verbinden, Asien mit Europa, Europa mit den Amerikas. Er hat mir damals das Cestius-Gedicht geschickt, weil wir gesprochen hatten in Berlin über die englischen Romantiker und vor allen Dingen über Keats Grab, dieses wunderschöne Grab, auf das diese Pyramide hinweist und eines der schönsten Gräber mit den schönsten Grabsprüchen. Here lies one whose name was writ in water. Sergio, it would be your turn to read now. Thank you for coming all the way across the ocean to join us in Cologne. Glossa Ode to a Nightingale, the Sean Keats. El dolor en el corazón está, la modorra también, ahí en el jardín, bajo el ciruelo, sentado en la silla que tomó de la mesa del desayuno. Pero no ha habido té.
Tragos fuertes a las 3 de la mañana, unas cuantas copas encima, boca mojada y fuga entre la espesura de mayo, fuga como si eso fuera deseable, hacia la nada, amnesia, quejas entre los reflejos prestados del cielo, esas cosas. Se levanta y se mueve hacia la fronda. Lo más delicado no se ve. Se oye apenas, o mejor, solo por el aroma se distingue. Y entre espinos y frutales, entre el aroma, la violeta y la eglantina, persigue entre las sombras la sombra de quien canta por los siglos para todos. Bueno, no para todos. El jardinero duerme. Hubo temprano la tormenta que vendrá, y el hombre, dicen, tuvo bastante trabajo. Podó árboles y cercas, amontonó ramas en la hoguera, frutos podridos, una o dos alondras en el estanque caídas, y fue el único en toda la casa que se acostó con el pelo compacto de briznas y humo. Dejó la naturaleza parecida a un poema y se cansó, claro. Ahora nada siente, nada, nada oye ni oirá hasta el sol, melodía ninguna. Es que está muerto y literal, y encima ronca. Zeta, zeta, zeta. Amanece, no hay música en el mundo. El jardinero se levanta, se dispone a buscar sus herramientas y ve, al acercarse a la casa, derrumbado al jovencito en la silla al sol. ¿Estará despierto o dormido el poeta? Que descanse, shh, que descanse ahora. Glosse zur Ode to a Nightingale von John Keats. Der Schmerz im Herzen unleugbar. Auch der Katzenjammer dort im Garten unterm Pflaumenbaum, auf dem Stuhl, den er vom Frühstückstisch entwendet hat. Doch serviert wurde kein Tee. Starke Drinks um 3 Uhr morgens, schon ein paar Gläser Intus, die Kehle angefeuchtet. Seine Flucht in der Schwere des Mai. Flucht, als ob dies erstrebenswert wäre, auf das Nichts zu. Amnesie, Klagen zwischen vom Himmel geliehenen Reflexen. Sowas halt. Er steht auf und nähert sich dem Laubwerk. Das Zarteste sieht man nicht, man hört es kaum, es sticht vielmehr allein durch seinen Duft hervor. Und zwischen Weißdorn und Obstbäumen, zwischen dem Duft, den Veilchen und der Weinrose, verfolgt er unter den Schatten jener, die seit Jahrhunderten für alle singt. Na, nicht für alle. Der Gärtner schläft schon. Früh tobt ein Sturm, der noch über uns hereinbricht, und der Mann, wird gesagt, hatte ziemlich viel Arbeit. Er schnitt Bäume und Hecken, stapelte Äste auf den Reisighaufen, verfaulte Früchte, 1 oder 2 in den Teich gestürzte Lerchen und war der Einzige im Haus, der zu Bett ging, mit von Sprühregen und Rauch verdichtetem Haar. Er hinterließ die Natur einem Gedicht gleich und ist erschöpft. Klar. Nichts fühlt er jetzt, nichts hört er oder wird er bis zum Sonnenaufgang hören. Keine Melodie. Er liegt quasi wie tot da und zudem schnarcht er.
Der Tag bricht an. In der Welt ist noch keine Musik. Der Gärtner steht auf, macht sich daran, seine Werkzeuge einzusammeln und sieht, als er zum Haus geht, den Jüngling zusammengebrochen auf dem Stuhl in der Sonne. Ist der Dichter schon wach oder schläft er noch? Er muss ausruhen. Psst, sich ausruhen. Jetzt. Well, thank you, Sergio, for reading this Keats poem. I have the impression that you, although, as I pointed out in the introduction, you comprise all movements, or political movements, or commercial movements into your poems, whether they are dealing with the sea or some caught fish. You allude quite often to English romantic poets. You, Keats, obviously, to Shelley as well. You have one poem. It's a lullaby for a child, which to me seems like a beautiful echo of that famous poem by Coleridge, singing his son to sleep in frost at midnight. And I had to think that probably the most famous Argentinian poet of the last century, Borges, it was very fond himself, I think, of English romantic poets. Is there some traditional link of Argentinian poetry to that poetry written long ago in England, some hidden trait leading from British romanticism to modern Argentinian poetry? Okay, no, I don't think so. In Argentina and also in most of the countries in Latin America, there are two strong literary European traditions, in poetry mostly the French one and the English. But the French one was very important in the 19th century. And probably the English has a very, is more present in last century. And Borges was one of the authors that that do a lot with that. Probably for him, the romantic English poets were proposed a definition of literature that was found for her, literature as the realm of imagination, you know. But for me, what I like about the English romantic poets is that they were witnesses of the emergence of the Industrial Revolution. It's like they saw our society in its beginning. And when you read the poetry, you can't find a chimney or a machine or any industry, but at the same time, those chimneys and machines and industries are everywhere. It's like that when you heard the nightingale of Keats, you need to hear also the alarm of the factory. Well, Keats is one of those wonderful poet doctors. He had a medical training, and he spoke himself of poetry as a healing substance. He saw poetry as something that can heal. And would that be a definition of poetry you could subscribe to, or is poetry rather something which puts the finger into the wound before healing, possibly? Well, in a way, but at the same time, I think that we need to reconsider the romantic tradition in poetry. I mean, the thing I'm not sure about with romantic tradition is that they think
poetry as a refuge, as a, as an isolated practice, something that's untouched, that's uncorrupted, that's uncontaminated. I think that's a problem. So I prefer a healing to be not divine. I prefer a healing, an earthly healing, you know, a human healing. And sometimes with the Romantics, poetry is in the outer space. Well, we have two discussions on Tuesday and on Thursday, and we will talk about that. We will also talk about South American poetry traditions and possibly Romanticism, about healing. And the discussion on Thursday will be hit off by Sergio giving a brief summary of his Berlin talk on poetry, problems when writing an ode to the Pacific Ocean, in which he talks about his view on what poetry should do and should be up to. And one beautiful little passage, he says that every poem written today should be on the height or should be on the same level as a tired, snoring sailor on some freighter crossing the ocean. I had to think of that wonderful little passage when you let the tired gardener snore in your Keats poem. Oh, yeah. Is that the way you incorporated the tired snoring worker in your own poetry? I don't know. Okay. I don't know, but for sure, I think that you can't be solemn before someone snoring, you know? You can be presumptuous. You need to think, I don't know. It's like, I like to take poetry seriously, but I like to think that poetry is not so important. And someone that's snoring makes me be more humble. That's perfectly understandable. Thank you, Sergio. Elliot Weinberger beschreibt Julieta Leschanaku einmal folgendermaßen. Ein Kind, das die politischen Sünden ihrer Großeltern in Hoxhas Albanien beglichen hat. Eine junge Dichterin, die anscheinend schon 100 Jahre in einer Sprache schreibt, die erst seit 100 Jahren geschrieben wird. Eine erotische Lyrikerin im Ruin eines Staates. Julieta Leschanaku ist das Echte und erscheint so unerwartet wie eine Oase hinter einem Berg auf dem Mond. Man kann eigentlich nur zustimmen, und nur ergänzen, dass es Gedichte sind, die oft in der eigenen Biografie wurzeln, aber mit so außerordentlichen Bildern und Metaphern, dass dieses Erlebte weit über alles Alltägliche hinaus geschossen wird. Julieta ist eine Meisterin des treffenden, verblüffenden Vergleichs, wenn Sterne wie Fliegen auf einem toten Pferd über den Himmel kriechen, wenn eine Dachantenne wie ein Busch am Rand des Abgrunds wackelt oder wenn ein unrasiertes Gesicht die Bartstoppeln wirken lässt, als trügen Ameisen einen nackten Stein in ein Loch. Aber all das ist keineswegs illustrativ oder rein illustrativ. Es ist immer treffend und das heißt auch, es ist oft schmerzhaft. Ich habe es schon auf einigen Lesungen gehört, auch in München, wo die Süddeutsche Zeitung vorher gebeten hatte, Aussagen zu Europa zu treffen. Und da schrieb Julieta: ein sauberer und großzügiger Ort, das war auch das Bild syrischer Flüchtlinge von Europa. Um sie aufzuhalten, wurden wieder neue Grenzzäune in Europa errichtet, so dicht, als sollten sie Hasen fernhalten. Sie schmerzen wie alte Narben bei schlechtem Wetter. Wie Gedichte zeitliche Grenzen und Grenzen überhaupt jeder Art überspringen können, lässt sich in Julietas Gedichten erfahren. And I would like to ask you to read, Julieta. This is a short poem
Its title in English is In Absence of Water. Në munges të ujërave, e djel, nga tabanet e këpucëve në korridor, tretet plazma e dëborës dhe amnezia rrugëve të shkurtra. Lampa 150 watt në mes të dhomës, si një copë verë djathi në një çarkë mërzie. I me më punon me shtiza, duke numruar në nëzë. Ajo gjithmonë sa duhet dhe kur ndërohen radhët, e ngjitur si një copë stukur në qoshet të asaj dritare që sa vjen dhe bëhet më e qartë. Ajo është një jastek i vogël gjilpërash, që e një mrekullisht artin e nënshtrimit. Përpiqet më mësoj dhe mua, dhe si me motre, tri kukulla matrioshka të renditura si pas madhësis. Ajo e fundit, unë, e pashpërbëshmja. Wenn es kein Wasser gibt. Sonntag. Von den Sohlen der Schuhe im Korridor tropft ein Plasma aus Schnee und die Amnesie kurzer Besorgungen. Die 150-Watt-Lampe in der Mitte des Zimmers, wie ein gelbes Stück Käse in einer Mausefalle. Meine Mutter strickt und zählt dabei leise. Sie weiß immer, wie viel noch fehlt. Und in welcher Reihe? Wie ein Stück Stuck in die Ecke des Fensters gedrückt, das immer heller wird, wenn sie kommt. Sie ist ein kleines Nadelkissen, beherrscht die Kunst der Unterwerfung wunderbar und bemüht sich, sie auch mir beizubringen und meiner Schwester. Drei Matroschka-Puppen der Größe nach geordnet. Ich bin die Letzte, diejenige, die man nicht mehr auseinandernehmen kann. Well, first of all, thank you for joining us so late in the day, even though you have the flu, and thank you for reading this poem. People have said, several poets have said that the childhood is the for them, the reservoir of basically all the images they draw from, and that all poetry they write somehow leads back to the images, to the impressions they received in childhood. Is that something you would subscribe to? Is that something you would think of your own poetry as well? Yes, and it's very interesting because when aging, you more become more. Let's say you go back more and more, and you are more connected with your past. There was a period in my life when I wanted to create distance from that past. It was probably when I was 30 until 45 or something like this. But then, now I am, my last book, for example, is totally about that. It's not about childhood, but childhood is the configuration, is the, let's say that, source of inspiration. So in that period when you strictly tried not to write about a childhood in your own life, what did you write about then? It's, for example, I never wrote exactly a direct poem about communism. The only one which is exactly about that and direct about that, it's a long poem called Water and Carbon, published lately. It means it's written 5 years ago or something like that. So probably you need the right time and emotional, physical distance, you know, from that. I'm not talking about a normal childhood. I'm talking about a childhood under the communist pressure, being a political family. My parents, my relatives were imprisoned, one of them was executed, my grandparents died in deportation camp. So it's atypical, let's say. I don't want to exaggerate, but that's it. So, but even they interpret that
Probably if you try to read it as political poetry, most of my poems can be political. But you can't exclude it anyhow. But not exactly a poem about, you know, a political poem. This one was the only one. And so I wanted to write about it, but I didn't know how to write about it. Because everything is already said, it's written. And I don't want to write any history, it's boring, you know. So how to write it? I needed to find the angle, the perspective, how to write it. So the perspective I wrote that poem is that the poem is called Water and Carbon. It's about what is the human existence. So it's a poem about dignity. So it's about dignity in the totalitarian regime. Even this poem, it's as you see, it's like this poem I read. It's very strange. It looks like the main, if not the only mission of human being is being alive against any condition. So this is the one. And so I respected my mother for that very strong sense of adoption she had, of survival. But on the other side, I didn't want to do what she did, absolutely. And so I didn't agree with that style of life, of staying alive necessarily. So this, I said that I am the one matryoshka let's say it's solid, you know, undividable. And it's very interesting, just a small thing, when there were in my family there were two brothers separated by the history, so they had to live in two different regimes. The one who was imprisoned and lived for and the entire period for 47 years prison or internation, and the other guy who left Albania during the Second World War, who lived in the United States. So after they meet, almost after 5 decades, the sister can't stop telling her brother, you know, what they suffered, you know. We suffered this and this because, of course, you are not informed what happened. But the American brother just heard it, listened, then said, okay, basta, it's enough, you know. I see, oh, you suffered a lot. But my question is that how did you bear them, you know? Why did you bear them? And sister asked him, what you are supposed to do? He said that for you should die, so the only one should live, but with dignity, you know? So there's a poem about, you know? It's, and also it's about all this, the difference between metaphysics and materialism, you know, Marxist materialism and something like that. What is the human being? Is the one who has to remain alive against any circumstances, or is the dignity? Well, thank you for this lovely and deep answer. We'll have more time to discuss that in more detail on Thursday and also on Friday. Yeah, of course. First of all, thank you very much for reading that lovely poem and for answering those two questions. Thank you for being here. Thank you. Der letzte Dichter des Abends ist Sergej Jardan aus der Ukraine. Ich hatte schon viel von ihm gehört und auch seine Gedichte schon gelesen, bevor ich ihn das erste Mal gehört habe in einem herrlichen alten Theater in Lviv, dem ehemaligen Lemberg, natürlich im Westen der Ukraine, wo noch der letzte Stuhl besetzt war und die Menschen begeistert zuhörten und bei jedem Applaus, und das heißt eigentlich nach jedem Gedicht, das gelesen wurde, nach jedem donnernden Applaus stiegen Motten aus den alten roten Plüschsesseln auf und stiegen wie Schneeflocken nach oben an die Decke. Das war ein herrliches Bild und eine wunderbare Lesung. Und man kann sich auch auf Deutsch begeistern lassen von der Literatur von Sergej Jardan. Es gibt die Romane und Erzählungen auf Deutsch bei Suhrkamp. Ich nenne nur die beiden Gedichtbände, die erschienen sind. Geschichte der Kultur zu Anfang des Jahrhunderts, schon ein bisschen älter.
und warum ich nicht im Netz bin. Ein Band mit Gedichten und Prosa und dem Untertitel Gedichte und Prosa aus dem Krieg. Denn Sergej ist Chronist dessen, was im Osten seines Landes geschieht, der seine Heimat ist. Denn er kommt nicht aus Lemberg, sondern aus Charkiw. Die Erschütterung, dass die eigene Heimat plötzlich in zwei Parteien, in Feinde geteilt ist. Es sind Porträts, Nachforschungen, es sind Fragen und Annäherungen, die direkt die Geschichte, die Geschehnisse aus dem Krieg aufnehmen und Porträts von Versen in Versen sind von Menschen, die unter diesem Krieg zu leiden haben und zerrissen sind von der politischen Situation. Der Kaplan, der Spion, der Marodeur, ein Gedicht, wo es am Ende heißt, dank dir, dass du schreibst, sagt er, dank dir. Nicht zu danken, sage ich, da gibt's wirklich nichts zu danken. Aber ich jedenfalls bewundere das sehr und Sergej, ich würde dich dann bitten, ein Gedicht zu lesen. Oh, guten Abend, meine lieben Damen und Herren. Ich lese heute auch einen Text. Велосипеди. Велосипедний завод Лейтнера було перевезено з Риги до Харкова 1915 року, коли виникла загроза здачі міста німцям. Потім, після громадянської, на базі створено було Харківський велосипедний, який штампував свої машини з дивовижними хромованими деталями. Вже на початку 20-х при майстернях заводу було створено футбольну команду, якою опікувалися брати Межлавуки, грізні червоні комісари, народжені в Харкові, виручені терором, і ним же таки пізніше затоптані в чорний сніг 30-х. Я чого все це згадую? Все, що відбудовується з руїн, все, що починається з нічого, порожнеча, що перетворюється в руках слюсарів та механіків на машини і верстати. Все це вкладено в наше життя, наче віру в тексти псалмів. Ті робітники, які виходили зранку на зміну, які вибігали ввечері на твердий, випалений ґрунт стадіонів, грали сонцями і тінями, розламували час, наче гарячий хліб, знаючи, що все в цьому житті починається вперше, і майбутнє твориться зазвичай в цехах та на футбольних майданчиках. Ми все почнемо спочатку. Говорили вони, заступаючи березневу прогірклість порожнього цеху. Нічого до нас, нічого, чого б ми не знали. Світ починається з паровозних ранкових гудків. Рух історії узгоджується восьмигодинним робочим днем. Всі наші перемоги починаються з витоптаних газонів, і ніхто не відбере в нас цю дивну пророчу впевненість, цю запаморочливу лють, якою ми зустрічаємо наших суперників. Океани – підводні рослини, нарости срібла в чорній породі, твердість дерев і волокна всередині очерету. Все лише починається, щойно вони вибігають із роздягальні. І сонце спиняється в темних тунелях трибу. І тіні наркомів стоять за спиною, мов тіні архангелів. Революція завжди лишає шанс тим, хто готовий за нього вчепитись зубами, рвучи прогнилу обшивку цього механічного світу, вигризаючи паруючу серцевину старої історії, нічого не очікуючи для себе майбутньому, нічого не залишаючи після себе минулому. Vielen Dank. Fahrräder. Leutners Fahrradfabrik wurde im Jahr 1915 von Riga nach Charkiw verlegt, als die Stadt an die Deutschen zu fallen drohte. Dann, nach dem Bürgerkrieg, wurde daraus das Charkiwer Fahrradwerk, das seinen Vehikeln merkwürdige Chromteile beigab. Schon Anfang der 20er gründete sich in den Werkhallen ein Fußballclub, dem die Brüder Meschlauki vorstanden, bissige rote Kommissare, in Charkiw geboren, im Terror aufgewachsen und wie andere später zerrieben im schwarzen Schnee der 30er. Warum erzähle ich das? Alles, was aus Ruinen entsteht, was im Nichts beginnt, die Leere, die sich unter den Händen von Schlossern und Mechanikern in Maschinen und Werkbänke verwandelt, all das haftet an unserem Leben, wie der Glaube am Psalter.
Die Arbeiter, die morgens zu ihrer Schicht gingen und abends aufs harte, versenkte Stadionfeld liefen, spielten mit Sonnen und Schatten, brachen die Zeit wie ofenfrisches Brot, im Wissen, dass alles in diesem Leben zum ersten Mal beginnt und dass die Zukunft gewöhnlich in Werkhallen und auf Fußballplätzen gemacht wird. »Wir fangen von vorn an«, riefen sie und traten in die schweren Märzschwaden der leeren Werkhalle. »Nichts ist vor uns gewesen, nichts, das wir nicht wüssten. Die Welt beginnt mit den Pfiffen der Lokomotiven am Morgen. Die Geschichte läuft im Gleichklang mit dem 8-Stunden-Tag. Alle unsere Siege beginnen mit dem zertrampelten Rasen. Und niemand entreißt uns diese merkwürdige prophetische Gewissheit, diese betörende Wut, mit der wir unseren Kontrahenten begegnen. Die Ozeane und Wasserpflanzen, die Silberfäden im schwarzen Erz, die Härte der Bäume und die Fasern im Schilf. Alles beginnt erst dann, wenn sie die Umkleide verlassen. Und die Sonne stockt in den dunklen Tunneln der Tribünen und die Schatten der Volkskommissare stehen im Rücken wie die Schatten der Erzengel. Die Revolution lässt jedem eine Chance, der bereit ist, seine Zähne hineinzuschlagen, die mechanische Welt ihrer morschen Hülle zu entkleiden, der alten Geschichte das dampfende Mark zu entziehen, nichts für sich von der Zukunft zu erwarten, nichts von sich der Vergangenheit zu überlassen. Sehr, danke fürs Lesen. Dieses Gedichts. Meine erste Frage ist eigentlich ganz, ganz simpel und auch wieder eine der silly questions, mit denen ich hier den Abend begonnen habe. Als ich alle deine Gedichte nochmal neu gelesen habe, fiel mir auf, dass du sehr oft über Bahnhöfe schreibst. Auch in diesem Gedicht ist die wunderbare Zeile: Die Welt beginnt mit den Pfiffen der Lokomotiven. Anderswo streifst du durch Bahnhöfe, durch Bahnhofshallen, beobachtest die Dämonen und Säufer in den Bahnhöfen als Flaneur. Also oft taucht der Bahnhof auf. Ich habe mich gefragt, ist das reiner Zufall, weil du oft mit dem Zug hin und her fährst? Oder sind es die Bahnhöfe als Ort des permanenten Wechsels und der Möglichkeit, die dich interessieren? Natürlich, die Bahnhöfe sind sehr wichtig. Auf einer Seite, ich bin sehr oft bei Bahnhöfen. Zum Beispiel gestern war ich nachts bei Bahnhof in Düsseldorf. Nach sehr langer Reise nach Köln. Aber natürlich geht es nicht nur über Werder Bahn. Ich habe in einem Text geschrieben, dass über ukrainische Geschichte, ja, dass unsere Geschichte also dauert durch Bahn und Bahnhöfe. Ja. Und in diesem Text zum Beispiel geht es über diesen Krieg, der war 100 Jahre vorher. Ja, und dann war solche Situation, dass Front war und der Krieg war nur neben Bahnhöfe. Und sehr logisch ist, dass in diesem Text ist Bahnhof und dort beginnt der Welt. Und sowieso bei Reise, bei Weg hörst du diesen Geist der Geschichte, der Zeit. Und das ist sehr interessant. Sehr interessant. Und mit diesem Material, mit Geschichte als Material, mit Zeit als Material ist sehr interessant zu arbeiten. Hans-Markus Enzensberger schreibt in einem Gedicht oder sagt in einem Gedicht: Mein Sohn liest keine Oden, keine Gedichte, liest die Fahrpläne. Die sind genauer. Aber du nimmst genau das Gedicht, du gehst mit Gedichten und behandelst direkt das, was geschieht. Also das Gedicht muss offensichtlich eine Art von Genauigkeit haben, die wie gemacht ist, um zum Beispiel die aktuelle Situation in der Ostukraine zu fassen. Also fragst du über Geschichte in Poesie, über Sujette, ja? Naja, für mich das ist auch sehr interessant und diese Ballade als Genre, ich verstehe, das ist das altmodisch, ja, und heute ist ein bisschen komisch sagen über Ballade, ja? Aber wenn arbeitest du mit klassischer Literatur, das ist sehr, sehr interessant, solche Parallele machen, ja, und für mich ist
war immer wichtigste, zum Beispiel europäische Poesie Anfang des 20. Jahrhunderts, wo war dieser Narrativ, ja, und war dieses Sujet. Und Poesie mit Sujet, ich glaube, heute hat noch Chance. Also alle wir verstehen, dass heute leider Poesie ist nicht besonders populär, Genre, Literaturgenre, ja. Aber doch, ich denke, wenn wir, die Dichter, sprechen nicht nur über selbst, sondern über unsere Leser, wir haben noch eine Chance. Aber das auch Kunst mit Sujeten arbeiten und andere Leute zu hören. Danke, dass du über den Umweg Istanbul und Düsseldorf gestern Nacht um 2 nach Köln gekommen bist. Wir werden auch von dir. Verstehst du, das ist nichts Schlechtes. Das Schlechtste ist, dass ich fliege zurück durch Istanbul. Ja. Ja, danke für die Einreise. Danke fürs Lesen. Wir werden weiter reden über die Gedichte, auch über die Prosa, die Tagebücher, über die Wirkung oder Nichtwirkung von Gedichten. Danke fürs Kommen. Danke, vielen Dank. Und danke Ihnen, dass Sie so lange geblieben sind. Damit ist dieser Abend zu Ende, diese Auftaktrevue. Es geht jetzt die ganze Woche weiter und ich hoffe, Sie kommen alle zurück oder kommen wieder zu den Lesungen an diversen Orten und zu den Diskussionen an diversen Orten. I would like to ask for a final applause to come to all poets to join us on the stage again. We are already Sergei Jardin, Julieta Leshchenko, Sergio Raimondi, please Herta Müller, Agi Michol, Tadeusz Sichuan. If you would join us once more and if you would give a great round of applause to the poets once more.